Sie alle sind zufällig ausgewählt, die Teilnehmer des Bürgerforums Europa. Und sie alle diskutieren über drängende Fragen der europäischen Politik, über Bildung und Kultur, über Energie- und Umweltschutz. Für viele ist es die erste Gelegenheit, sich aktiv an politischen Prozessen zu beteiligen. Für den Leiter des Projekts ist das Forum eine Plattform, um bürgernah zu diskutieren. Wir glauben, dass das Bürgerforum auch eine Chance ist, die Europawahl in den Mittelpunkt der öffentlichen Diskussion zu bringen und vor allen Dingen auch den Bürgern eine Chance zu geben, zur Europawahl aus ihrer Sicht das zu formulieren, was Sie von Europa erwarten und was Sie sich für Europa wünschen. In 8 verschiedenen Ausschüssen suchen die Teilnehmer nach Lösungen und haben bereits am Eröffnungstag Gelegenheit, ihre Fragen der Kanzlerin zu stellen. Sie ist Ehrengast des Bürgerforums. In einer Gesprächsrunde versucht sie zu erklären, wie schwierig es ist, gemeinsame europäische Entscheidungen zu finden. Da fragt man sich manchmal, wie sollen die Menschen eigentlich noch verstehen, was die Deutschen in Europa tun, wenn der aus dem Bundestag gegen den aus dem Europaparlament loslegt. So, das wirft viele Fragen auf, die wir natürlich diskutieren müssen und wo man sich manchmal dann auch sagt, naja, also jetzt wollen wir erstmal mit den Zuständigkeiten umgehen, die Europa hat und lernen damit zu arbeiten, als dass wir immer noch mehr abgeben. Viele Deutsche haben wenig Ahnung von Europa. Fast 2/3 wissen zum Beispiel nicht, dass in diesem Jahr Europawahl ist. Es besteht Handlungsbedarf, um den europäischen Gedanken wieder in den Vordergrund zu rücken. Die Bertelsmann und die Nixdorf-Stiftung bieten dafür jetzt eine Plattform. Das Bürgerforum ist ein neues Format. Es ist der Versuch, die Bürger direkt einzubinden in den politischen Gestaltungsprozess. Die Politikverdrossenheit, die sich ja in schlechten Wahlbeteiligungen äußert, kommt nicht zuletzt daher, weil der Bürger das Gefühl hat, er kann eh nichts verändern. Und ein solches Bürgerforum, wie wir es hier machen, bringt eine direkte Beteiligung und einen Input des einzelnen Bürgers zu politischen Fragen. Vielleicht kann man etwas erarbeiten und der Politik etwas mit auf den Weg geben. Was können wir verbessern in der Europapolitik? Für viele Bürger ist ein solcher Austausch auf breiter Ebene neu und stößt doch auf reges Interesse. Ich sehe es einfach als eine gute Gelegenheit für mich, mich für ein Thema zu interessieren, worüber ich bisher noch nicht so viel wusste. Ich glaube, das hat man auch hier in diesem Forum gemerkt, dass die positive Einstellung gegenüber Europa ausgeprägter ist, als es die Politiker selber vermuten. In den kommenden Wochen debattieren die Bürger jetzt alle relevanten Themen über eine Online-Plattform. Im April findet dann die Abschlussveranstaltung statt. Ziel ist es, ein mehrheitsfähiges Bürgerprogramm zu verabschieden.